Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge FTB Infinity Evolved. Und mit dabei ist natürlich auch der Dosch. Und der Papa Digger. Ja, Papa Digger, genau. Bald. Ja, bald. 16 zu 18 Tote, Alter, das ist ja nix. Ja, immer diese Noobs hier auf dem Server. Ja. Diesen Platz kennt ihr noch, ne? Dosch und Lex Play haben hier noch ein Endportal gesetzt. Das können wir im Prinzip wieder wegknallen. Ach, das alte? Ja, das alte. Ich dachte, du wärst jetzt gerade hier bei dem Portalgebäude gewesen. Nee, da bin ich jetzt noch nicht. Okay. Okay. Das haben wir einfach mal, also wir haben es ja gefunden, ne? Und im Creative haben wir es dann da hingesetzt. Ja, das reißen wir wieder weg und ja, gut, jetzt zuallererst so rum. Ja, hier, die Bude, die ist leer geräumt. Komplett leer. Da waren Enderperlen. Da drüben war mal ein Lager. Oh, da habe ich sogar noch was vergessen. Okay. Nehme ich später mal mit. Verdammt. Ich hab da schon ein Portal gesehen. Hier war noch was, ja. Hier war Dave. David. Der ist mittlerweile auch mitgewandert. Und zwar sind wir umgezogen. Aber ihr seht es da schon. Home. 1639 Meter. Ich habe hier ein Portal gesetzt. Und hier, ja, neue Bude. Neues Glück. Neuer Wahnsinn. Neuer Wahnsinn. Wir sind hier in der Nähe von Dosch. Und wenn ich mir das jetzt noch anzeigen lasse, on vom Lex Play. Und zwar, ja, vom Dosch knapp, ja, 390 Meter. Und vom Lex nur 230 Meter. Wir sind umgezogen. Und zwar in eine schönere Gegend. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Warte mal, aber ja, hier müsste es gehen. Und? Jawohl. Also ihr seht hier schon, habe ich ein bisschen was gebaut. Aber hier, das ist eine wunderschöne Gegend. Da unten ist der Dosch. Da ist der Lex Play. Und das hier ist ein, wie nennt sich das Biom? Sacred Springs. Ja. Genau. Warte mal, ich muss hier nochmal runter. Da, wo die so, Sacred Oaks wachsen. Ja, genau, die Rosen. Da, die, nee, da nicht. Da hinten. Genau, da hinten ist einer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Und das Gebiet, das hat mir einfach wunderbar gefallen. Da hinten ist noch einer. Da, nee, da nicht. Aber ich glaube, irgendwo war noch Sumpf. Wandersumpf. Ja, hier unten. Also der ist ein bisschen weiter weg. Zum Glück. Zum Glück. Hier stehe ich gerade auf meinem Lager. Auf meinem neuen. Ah, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So. Hier ein kleines Lager. Ja, sieht ganz schick aus, finde ich. Bisschen an den Style von The Mighty Pirates angelehnt, aber ja, bisschen kleiner eben. Und was haben wir denn hier alles stehen? Drawers haben wir stehen. Den Mod habe ich für mich entdeckt, weil der ist super. Der ist echt super. Ne, Drawers hier ein bisschen. Oh, hier Kuchen. Cool. Red Velvet Cake. Von dir? Wer von uns packt denn sonst noch? Ja, stimmt. Hier sind meine Iron Chests mit den ganzen Zeugsen. Hier ist noch zum Beispiel von Draws hier und hier Steve's Workshop. Werde ich euch auch gleich noch ein bisschen was dazu zeigen. Hier noch ein paar Draws. Hier ist noch ein Key von den Draws, damit man die abschließen kann. Und hier auch noch jede Menge Draw und ein Draw-Controller. Das mit dem Controller hat die Bewandtnis, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Items drin habe. Nehme ich mal das da. Das da, das da, das da, das da. So, die packe ich jetzt mal unten in die Leiste. Die eigentlich auch. So. Und das da noch. So, ich klicke jetzt einfach nur auf den Controller und ihr seht, alles ist weg. Alles ist hier schön verpackt. Schön in die Drawers sortiert worden. Und wunderbar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für später, wenn wir dann vielleicht eventuell mal demnächst mit AE2 anfangen. Einfach nur ein Storage Bus hier dran und fertig. Dann sind nämlich hier die ganzen Drawers auch noch angeklemmt. Und das ist super geil. Super geil. Super geil. So. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Erstmal ein bisschen dunkel. Wenn ich mal ganz kurz zwischen reindrehen dürfte. Ja. Bei mir, die Zuschauer sehen gerade, ich bin wieder am Craften. Und zwar habe ich jetzt angefangen mit dem Octadeck Capacitor Pack für die Dark Solarium Jetplate. Und ich nerv mal wieder ein bisschen weiter rum und das weitermachen. Ja, ich komme auch gleich mal bei dir vorbei. Hier, die Schmelze ist umgezogen, die steht jetzt mittlerweile hier bei mir. Die anderen zwei haben, glaube ich, noch eine, ne? Oder? Habt ihr? Ja, also ich hab hier eine und die kann auch benutzt werden. Hier muss ich noch ein bisschen was bauen. Hier habe ich drei Casting Bassengs.
Da eben auch den Sequencer, da eben Custom Table. Ja, da ist im Moment nichts drin. Der ist auch voll. Ich habe mir aber doch schon ein bisschen Lava geklaut, weil der hat eine Lava-Pumpe aufgebaut, sobald ich gesehen habe, gell? Ja, und noch schon wieder verloren. Auch schon wieder verloren. Ja, super. Wir sind jetzt die ist auch immer noch bei dem anderen Nether, wo wir das. Also bei der alten Welt und hat die, als wir umgezogen sind, total vergessen. Und das Portal ist jetzt halt weg, ne? Ja. So, und bevor wir hier bei mir weitermachen, werde ich jetzt erstmal zum Dorf fliegen. Mach das. Ja, ich und hab hier jetzt ein wunderschönes Biom. Also ich finde es echt klasse hier, dass der Boden so schön bewuchert ist mit Bäumen. Weil dann, das hat auch den Vorteil, dass spawnen so wenig Mobs. Das finde ich wirklich, das finde ich echt super. Ja, das Biom ist echt cool bei dir. So, ich habe schon mal das zweite... Das Gebäude zu der rechten ist das Portalgebäude, was der Dosch gebaut hat. Kommen auch später noch dazu. So, jetzt darfst du. Ja, danke. Bitte. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Echt? Du warst gerade beim Craften. Ah ja, ich habe schon mal das zweite Capacitor Pack fertig gemacht und wenn ich das fertig habe, sind wir so gut wie fertig mit dem ganzen Projekt Jetplate. Oh, cool. Cool, zeige mal. Also momentan alles Wichtige ist hier drin. Okay. Alter, Vibrant Jetpack Armored. Pulsating, Ender Crystal, Dark, Solarium, Conductive. Uiuiuiui. Das ist wirklich viel Arbeit. Ja, und jetzt kommt das Lustige. Man kann aus dem Dark Steel, dem Solarium und den Pulsating Crystals, kann man auch weitere Barren machen. Aha. Und zwar, Dark Steel, Solarium und Pulsating Crystal geben Dark Solarium Ingots. Ande. Und die brauchen auch einiges, also. Du siehst schon, die brauchen im Moment pro Barren. Ja. Hast einen Double Layer Capacitor, okay. Ja. Du kannst ja mal schauen, ich bin gerade bei der 7038 Doppelpunkt 5 dran. Nee, guck ich später mal. Ja, okay. Das ist halt für die Zuschauer von dir. Okay. Ja, auf die Schiene möchte ich nicht gehen, ich möchte lieber mal. Oh, Alter, Dark Solarium Ingot. Ja. 40 Doppelpunkt 70, okay, gut. Dann noch viel Spaß. Der hat hier Skyblocks schön aufgebaut, hier in seinem Tempel. Sieht echt nice aus. Ja. Hier habe ich dann nochmal meinen Blutaltar wieder stehen. Genau. So wie in der alten Base. Ja. Wieder auch hier mit dem Villager Spawner. Kann man sich auch frei bedienen. Wenn man mal irgendwie Villager braucht. Hast du das mittlerweile in den Griff bekommen? Dass sie nicht mehr außerhalb spawnen? Ja. Ich habe einfach hinten dran noch Kingston angeklatscht. Ah, okay. Gut. Passt. Ich bin doch so echt so blöde zum Laufen gerade. Ja. Hier hat er noch eine Smeltery. Oh, Alter. Das ist Concrete. Ja. Dachte cool. Ich mir halt, bei so einem großen Raum lohnt sich das. Was hast du hier mit deinem Dings gemacht hier? Ganz einfach. Hier in der Smeltery, wenn man mal hier oben reinschaut, da ist noch ein Raum. Ah, und cool, zwar, da sieht man Villager, die kommen reingelaufen und fallen runter und schmelzen da. Die werden dann zu flüssigen Emeralds und das lasse ich dann hier ablaufen, zumindest theoretisch gesehen. Ich weiß gerade, ich glaube, das ist nach dem Server, wie es da sagt, er da so. Ja, da muss ich eine andere Lösung finden. Also mit dem Sequencer klappt das, oder dem Timer hier klappt das gerade nicht mehr. Doch, warte mal kurz. Ich guck mal vorne. Ja, doch, Emeralds sind unten, ja. Ja. Ich glaube, den muss ich einfach. Oder reicht das, wenn ich ihm einfach mal so plus 1, minus 1 gebe? Kriegt er dann. Ne, ich glaube, den muss ich einmal komplett neu hinsetzen. Und zwar, dieser Timer lässt dann immer hier ein Signal abgeben, dass Emeralds rausgepumpt werden. Ja. Und die werden dann einfach hier zu festen Diamanten, zu festen Emeralds. Okay. Und da habe ich mittlerweile schon über den Stack Emeralds. Ja, cool. Auf Emeralds werde ich später mal zugreifen müssen wegen Draws. Ja. Das ist aber cool. Das ist echt cool. Ja, da kannst du dich auf jeden Fall gerne mit dran bedienen. Ja, vielen Dank. Ich krieg das gerade nicht richtig hingesetzt. Das ist ja. Ich nehme mal so ein Blood Letter Stack mit. Brauchst du eigentlich nicht mehr. Achso, okay, gut, dann nicht mehr. Glaub mir, da kriege ich mittlerweile so viel rüber von dem Zeug. Ja. Ja, aber echt schön. Also, da hast du nochmal hier dein ganzes Gebäude neu aufgebaut. Obwohl, hier drin ist es größer geworden, ne? Ah, guck mal hier, XP Farm. Cool. Ja. Das ist nicht schlecht. Das und ist was ein Autonomous Activator, ne? Ja, und im Harvester, der das halt Ganze abbaut. Ah, okay. Und warum der Autonomous dann? Damit die Orbe, wie sagen, rechts geklickt werden.
Ach so, die werden alle gerechtsklickt, oder was? Genau, die werden einfach sofort alle benutzt und werden zu den XP-Pokeln. Okay. Und werden dann halt hier von dem Vakuumhopper aufgefangen und dann hier reingesendet. Okay. Sehr schön. Was ich dir nochmal ganz kurz zeigen könnte. Ja. Und zwar einmal hier drüben links ist noch für euch zugänglich der Verzauberungsraum und für Endverzauberungsraum. Ah, cool, ja. Diesen Charme da. Item Damage 4%, Kosten 0. Ich gucke mal, was mein Bogen da bringen würde. Achso, dann kann ich einfach nur. Achso, dann muss ich noch ein Buch dazulegen, ne? Genau. Okay, Ich könnte cool. gerade eins holen, wenn du Nee, willst. nee, 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 brauchst nicht. Ich wollte bloß mal gucken. Ja, okay. Gut. Wo war ich jetzt hier dran? Ja, dann Gut. machen wir mal weiter. Ich werde dann nochmal zurückfliegen. Ja, da geht's lang. Boah, ich bin so froh, dass wir Waypoints haben. Echt? Okay, das So. kommt weg. Ah, eine Kuh. Noch eine Kuh. Ich kann nicht dran Ah. vorbeilaufen. Okay, vier davon. Pulsating Crystal Ja. habe ich. Da der Let's Play jetzt im Moment nicht da ist, werde ich auch nicht bei ihm vorbeigehen und gucken. Weil das. Ich möchte da nichts spoilern. So. Ich glaube, der hat eh noch nicht viel aufgebaut, ne? Nee, ein Haus hat der noch nicht. Okay. So. Ja, aber hier das Biom, das gefällt mir richtig, richtig gut. Da werde ich mich richtig schön breit machen können. Bist ja jetzt auch alleine. Ja, in dem Biom schon. Ja, gut, da haben wir hier das Lager, da hinten haben wir die Schmelzer, die habe ich ja schon gezeigt. Und warum jetzt hier oben rechts Streetigger auftaucht, das ist ganz einfach. Hier gibt es die Map. Und ich habe jetzt hier mal das ja, Grundstück geclaimed, kann man sagen. Oh. Ah, das geht. Ah, das ist hier im Mittelpunkt. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Und ja, gut, einfach nur, damit hier keiner was bauen kann, glaube ich, ne? Ja, also So. man sieht nicht nur, wie Worts claimen kann der Typ. Ja, genau. So, hier Crusher und ne, hier External Heater, genauso wie Coke Oven und Blast Furnace, das kennt ihr ja schon. Und da hinten seht ihr es vielleicht schon, da habe ich die Wassermühlen jetzt reingemacht. In den Berg rein. Finde ich auch sehr geil. Da der Wasserstrom, der geht hier runter durch, hier rein. Und der fließt hier ein bisschen lang. Habe ich auch ein bisschen, nur ein bisschen Terraforming gemacht. Aber ich finde das geil. Ja, da im Berg drin. Vielleicht muss ich da oben nochmal so eine Reihe Erde dran setzen oder sowas. Und da hinten noch ein paar Felder. Einfach nur, ja, weil. Ne, Zuckerrohr, Karotten, Kartoffeln, Weizen und hier noch ein bisschen Pam's Harvest Craft. Oh ja, warte mal. Warum habe ich jetzt hier zwei Cobblestone? Ach, die habe ich noch von dir. Ah, okay. Ja, schön. Kannst Komm, behalten. Automaten. Ja. Das sind die Chiseled Cobblestone. Detailed Cobblestone Bricks. Ah, okay, die. Ja, die du eben über der Schmelze abgeklopft hast. Also eins sage ich dir, ich mag langsam nicht mehr dieses scheiß Jetpack-Craften. Bist ja bald fertig, oder? Ja, ich schätze mal noch ein, zwei Folgen, dann bin ich soweit. Machen wir hier gerne die Foodlongs. Einfach nach Cooked Steak habe ich ein bisschen was. Ja. Ja, der ist ein paar. Steak und normales Brot, Tomaten, Mayonnaise. Das ist auch ganz einfach herzustellen mit Eiern. Deswegen habe ich auch irgendwo noch so eine Eierfabrik gehabt. Genau. Im Lager, genau, das war da hinten im Lager. Kannst du auch einfach über Soja machen. Ja, Soja brauche ich was anderes. Guck hier. Da zwei Hühner drin. Reicht. So, ja, genau. Ich wollte hier Jetpack. Wenn wir schon mal beim Thema sind, ne? Schauen wir mal. Ich habe ein Leadstone Jetpack und wenn ich da auf U drücke, dann gibt es das nächste, das Harden Jetpack. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Brauchen wir die zwei erstmal. Die zwei und dann kriegen wir hier die React Dynamos. Dann gehen wir mal hier hin. Wo kommt die jetzt hin? Boah. Da. Da. Ne, Quatsch, du kommst dahin. So, davon vier, genau. Davon nur ein, oder was? Hä? Nee. Warum? Streetigger Verdammt. verwirrt. Ja, ein bisschen. Okay, ich glaube, ich habe da einen Schritt irgendwie vergessen oder sowas. Jetpack. Mann, Mann. Und. Ah, siehst du, so rum. Ah, Das war natürlich aus der schlauesten einer. Hand. Redstone kommt da noch 16. dazu. Ja, genau. Den Redstone habe ich vergessen. Nein. Falsche Seite.
Er ist doch hier. Ja, da ist er doch. Eins, zwei. So. Alter. Ah, siehst du? Dann haben wir hier die Truster und dann nochmal eins rüber. Den da. Ne, den da und mein Jetpack. Und. Jawohl. Harden Jetpack. Sehr schön. Willst du einen guten Witz hören? Was denn? Ich brauche gerade 40 Capacitor. Wow. Das ist ein bisschen was. Ja. Weil ich dachte, ich werde die in den nächsten ein, zwei Folgen noch fertig. Ah ja, gut, Capacitor ist ja nicht schwer zu machen, oder? Ja, aber ich brauche die Octadic teilweise davon. Die Octadic. Die ganz großen. Ja. 40 Stück. Also ich brauche 2 Vibrant Capacitor, also 4, 8. Ich brauche 11 davon. 11, okay. So, jetzt kann ich. Jetzt kann ich ein bisschen schneller hochfliegen und so. Das ist gut. Hier noch ein paar Ohrberries, die wir mittlerweile gefunden haben. So, und oben, da bin ich ja auch noch nicht ganz fertig gewesen. Ja, hier seht ihr, ne, ein bisschen ausgebaut. Also das ist quasi wie unten. Hier habe ich meinen David und Dakuma, da ist noch einer. War ein Villager, der Forbidden Magic ist, genau. Den hat mir der Dosh vorbeigebracht. Ja, ja, da nice. Kommen ja so ein paar rüber bei mir. Ja. Ja, hier eben noch Thumbcraft ein bisschen und hier kann ich dann eben researchen. Da habe ich auch noch einiges gemacht. Bisschen researched und ein bisschen was freigeschaltet und da sind noch 2 Notes. Dann ein bisschen Insect, da Discover Magical Metallurgy. Metallurgy, so irgendwie sowas. Ja, hier noch ein paar Ethereal Essence von Notes, die ich abgebaut habe. Zwar hinten bei der alten Base. Diverse Shards. Ein Crimson Cult Chestplate, die mir der Dosh vorbeigebracht hat. Oh, guck mal hier. Silberwurzel, den brauche ich auch noch später. So. Thumbcraft, ganz kurz. Enchanted Fabric habe ich mittlerweile auch freigeschaltet. Schauen wir doch nochmal ins Buch. Wo ist es denn? Auch meine Entschuldigung, wenn ich gerade was leiser bin, aber ich bin gerade so konzentriert am Craften. Nee, ist kein Problem, ist kein Problem. Ganzen Wands. Alchemie. Nee. Was war denn das? Ach, hier, genau. Enchanted Fabric, genau. Dieses Enchanted Fabric brauchen wir, um die Roben und sowas herzustellen. Also ein paar Hosen und noch ein paar Schuhe. Damit wir günstiger verzaubern können. Also ihr seht schon, hier 1,1, das ist wegen dem Wand hier, wegen dem Zauberstab. Und ich habe noch einen Ring, der mir auf Order einen Discount von 1% gibt. Das siehst du dann hier. 1,1 und 1,09. Ein bisschen wenig. Aber ich mache jetzt hier mal, 6. Habe ich hier? Ne, habe ich nicht. Ach, toll. Ach. Hallo, lass mich runter. Hi. Ne, da nicht. Da. Auch nicht. Ach, verdammt. Ah, das kann ich auch nur da oben machen, verdammt. Ah, okay, gut. Nochmal hoch. Machen wir erstmal hier alle fertig. So, 19 Stück, genau. So. Insuffizient Wiss, ja, sehr schön. Aber ich habe zum Glück noch einen zweiten Zauberstab. In weiser Voraussicht. So, dann können wir hier schon mal die Robe anziehen. Die Robe knall ich jetzt erstmal da dran. Und mache jetzt einmal Shift. Nee, so. So. Warum geht es jetzt nicht? Ah, so, okay, gut. Ich habe da unten drunter noch einen Redstone-Block. Das heißt, wenn man hier Shift-Rechtsklick macht, dann kann man direkt die komplette Rüstung umziehen. Ne? Das heißt, jetzt kriege ich hier einen Vist-Discount von 2. Und wenn ich jetzt die Leggings mache, kostet es bloß noch 5,4. Wenn ich die jetzt ausziehe, würde es 5,5 kosten. Auch nicht besonders viel. Naja, egal. So, die Leggings. Dann ziehe ich die mal noch an. Dann kriege ich schon... Okay, brauche ich noch die Boots. Ja, 3,18 ausziehen kostet 3,3. Ja, das ist bestimmt für später auf jeden Fall sehr wichtig. So, die noch hat die Folge auch schon hinter sich. Schon? Ja. So, hätten wir die schon mal. Den werde ich jetzt noch nicht aufladen. Was wir jetzt aber auf jeden Fall noch machen werden, sind die Goggles.
Die machen wir jetzt noch schnell. Weißt du, was das Geile ist? Was denn? Ich brauche gerade Flight Control Units. Das sind einfach so leere Kontrolleinheiten, die ich mit einer Seele von der Fledermaus auffülle. Cool. Goggles of Revealing, genau. Taumometer. Brauchen wir zwei Stück. Warte mal, was brauche ich dafür? Gold und? Bei Gold ein Glas. Ihr seht, hier sind sehr, sehr wenige Mobs. Das ist sehr gut. Das freut mich. Da habe ich nämlich hier auch keine ungebetenen Gäste. So, warte mal. Zwei Gold. Ne, vier Gold. Und zwei Glas. Glas müsste da sein. Ja. Den Rest haben wir oben. Ah, und es gibt wieder den schönen Bug hier. Bei den Herzen. Bei Thaumcraft, dass sie dann irgendwie so komische Glyphen drüber haben. Glyphen, ja. Oder? Bitte? Achso, meinst du, dass die so schimmern oder so weiter? Ja, genau. Das ist kein Bug, du bist Runen geschildert. Ah! Du hast einfach mal quasi noch ein Bonusherz, kannst du sagen. Ah, cool. Ja. Ring of Protection habe ich, genau. Runing Shield 1. Ja, okay. Den habe ich noch nicht. Ja, den habe ich irgendwo gefunden. So, machen wir mal hier die zwei. So, was brauchen wir? Ja, ich hätte vielleicht mal das andere Zeug mitnehmen können, ne? Ja, nochmal zwei Gold und vier Leder. Ach, verdammt. Komm. Ganz schnell noch. Vier Leder, zwei Gold. Na gut, merken. Vier Leder, zwei Gold. Also acht Leder, sieben Gold. Ja. Leder haben wir hier. Eins, wie viel waren es nochmal? Drei, vier. Ach, sei doch ruhig jetzt. Denk dran, 12 Leder und 37 Dias. Mhm, genau. Und dann noch ein Obsidian-Block. Ja? Ja, genau. Denk an die Emerald-Blöcke. Mhm. So, das da und dann das da und ja, wir können. Ist genug da. So, ach, sehr schön. Brauchst du noch Essenz? Revealing. Sehr schön. So. Nein. Brauchst du noch Essenz-Berries oder? Verdammt. Einen. Einen Busch könnte ich noch gebrauchen. So, jetzt kriegen wir 5, 2, 2 und 1. Das sind insgesamt 10. Super. Und ich sehe ganz schick aus. Ja. Gut, aber in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.